Herzlich willkommen zu den Most Actives hier live aus der Börse in Frankfurt. Es ist großer Verfall, die Börse aber innerhalb dieser Woche schon äußerst turbulent. Und auch heute sehen wir noch einmal einen turbulenten Markt. Es geht nach unten und der DAX, er entfernt sich weiter von der psychologisch und zuletzt eben auch hart umkämpften 13.000-Punkte-Marke. Im Verlauf waren wir heute schon mal unter der 12.700-Punkte-Marke. Die haben wir zurückerobert. 12.750, der aktuelle Stand, bedeutet jetzt aber eben ein Minus von 1,6% hier für den deutschen Leitindex. Und auf Wochensicht gesehen werden es wohl auch rote Vorzeichen für den DAX werden, denn in der vergangenen Woche war er bei 13.088 Zählern aus dem Handel gegangen. Und die große Überschrift ist nach wie vor Inflations- und Zinssorgen. Und somit schaut man auch ein Stück weit voraus, denn in der kommenden Woche steht ja dann die FED-Leitzinsentscheidung auf der Agenda, dass da die Zinsen angehoben werden. Das gilt als ausgemachte Sache. 0,75% sind eingepreist. Viele reden aber inzwischen schon von einem Sprung sogar von 1%. Wirft man einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex, da sehen wir heute an Platz 1 unter anderem das Papier der Deutschen Post, Uniper, BASF, K+S und Aixtron. Und wir werfen einen Blick auf die Deutsche Post. Die ist nämlich am Freitag nach einer Gewinnwarnung des Konkurrenten aus den USA FedEx auf ein Tief seit Mitte 2020 gefallen. FedEx schnitt im jüngsten Geschäftsquartal schlechter ab als erwartet und zog seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr zurück. Das Ausbleiben einer Frachtwelle nach einer Wiedereröffnung Chinas nach Corona trifft allgemein die Logistikkonzerne und hinzu kommen eben Sonderfaktoren wie zum Beispiel hohe Treibstoffkosten. Die US-Bank JP Morgan, die hat zudem das Kursziel für die Deutsche Post gesenkt von 58 auf 52,50 Euro und die Einstufung aber auf Overweight belassen. Nun werfen wir noch einen Blick auf BASF. Die Aktie von BASF, sie gibt im insgesamten schwachen Marktumfeld auch weiter nach. Unternehmen mit großem Gasverbrauch bleiben im Abwärtszug durch die Energiekrise, heißt es hier von Seiten der Experten. Und geht es nach Experten der Großbank UBS, so bietet das aktuelle Kursniveau sogar noch eine gute Chance, um auszusteigen. Denn ihrer Ansicht nach liegt der faire Wert der DAX-Titel unter dem derzeitigen Aktienniveau. So hat der Experte von der UBS die Einstufung auf Sell belassen und das Kursziel bei 37 Euro. Er verwies auf die jüngsten Gewinnwarnungen aus der Branche und von Wettbewerbern. Nun der Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Flatex. Da sehen wir an Platz 1 Harbour Energy, Equinor, Uniper, Xiaomi und K+S. Und wir werfen einen Blick auf Uniper und bleiben sozusagen bei der Energiekrise. Denn die Sorgen um den größten und wichtigsten deutschen Gaskonzern Uniper, die nehmen nicht ab. Gedankenspiele über eine Verstaatlichung des Unternehmens und eine sich zuspitzende Energiekrise, sie setzen dem MDAX-Wert eben weiter zu. Und so rauscht dann heute die Aktie in einem prozentualen zweistelligen Kursrutsch auf ein neues Rekordtief. Uniper schreibt täglich Verluste in Millionenhöhe. Das Unternehmen ist eben auf Liquidität angewiesen. Der Bund hat den in Schieflage geratenen Versorger bereits via Kapitalerhöhung mit liquiden Mitteln versorgt und weitere Kapitalmaßnahmen respektive eine Verstaatlichung des Konzerns, die stehen eben im Raum. So viel von mir und hier. Ich wünsche ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn Sie dann nächste Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.